Ich grüße euch, meine lieben Zuschauer, zurück hier im Café, das wir im letzten Video renoviert haben. Ich habe schon mal die Schnellreise hin gemacht, geregelt, durchgeführt. Und in diesem Video müssen wir uns somit nur noch den Missionen widmen. Wir fangen mal direkt hiermit an. Den Anführer eines Rings von Kunstschmugglern eliminieren. Alexandra Lenoir versucht, die französische Kunst zu konservieren und ein Nationalmuseum in Palais du Louvre zu erschaffen. Leider zieht eine Bande Räuber durch die Maris und plündert teure Kunstwerke. Sie räumen Kirchen, Anwesen und die Häuser von Gemeinden aus, ohne sich zu scheren, ob diese bewohnt sind oder nicht. Eliminieren Sie die Anführer der Schmuggler im Hotel des Sens und setzt dem zerstörerischen Beutezug ein Ende. Der Rat. Den Schmuggleranführer finden. Ah ja. Schön abgerollt, neue Fähigkeit. So, ich frage mich jetzt, Verbrecher töten. Ich komme, ich komme, ich komme. Ah. Ich lasse dich leben. Tschüss, tschüss. Er hat überlebt, Gott sei Dank. So. So viel dazu. Oh, das ist ja schön. Place de Vosges oder Vaubois. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, Leute. Aber es ist verdammt schön. Und ist gerade eine neue Assassin-Mission erschienen. Das ist natürlich auch sehr schön. Wie cool das aussieht. Mit dem Vögelchen auf der Hand. Sehr schön. Hier drüben. Das ist so ein Kerl. Das gehört, huhu, für eine Handvoll Duellanten. Eine Reihe erfolgreicher Duellanten besiegen oder sowas, aber wir haben momentan eine andere Aufgabe. So, das haben wir auch schnell erledigt. Hier auch wieder so eine schöne Figur. Oh, wie schön. Ein Engel, wie es aussieht. Zwei Engel und eine Laterne. Das sieht ja schön aus. Ja, Leute, ich habe auch einen Geschmack für Kunst. Teilweise zumindest. So. Super, dass wir hier so gut durchkommen. So. Weg da. Einmal durch da, einmal hier durch die Seitengasse, einmal hier rum und uah, uah. Viel zu viele Menschen hier unterwegs auf den ganzen Straßen. So, hier könnten wir gut durchkommen. Genau, super. Einmal drüber. Es muss natürlich genau in dem Viertel sein, das wir noch nicht freigelegt haben, beziehungsweise entdeckt haben. Tut mir leid, Leute. Bin auf wichtiger Mission unterwegs. Arsenal. So, ist hier irgendwo ein offenes Fensterchen? Spontan sehe ich keins, dann würde ich mal doch gerne den Weg hier hochklettern. Komm schon, hoch da. So. So. Oh. Wir sind noch zu hoch. Aus einer Kirche. Sollte gutes Geld bringen. Und ciao. Schnell weg hier. Trau dich. Ist er irgendwo scharf abgebogen?
Scheibenkleister. Ich werde dich finden und dann lege ich dich um. Hier bin ich doch. So. Hätten wir das. Einige Berserker, beziehungsweise einige Phantombolzen, ich nenne sie einfach mal Phantombolzen, verbraucht, aber, wie heißt sie richtig? Phantomklingen. Beinahe. Verbraucht, aber sonst mal nicht stören, dafür sind sie schließlich da. Ich frage mich trotzdem. Ah, so kommt man an die Truhe. Okay, dann nehmen wir die natürlich auch mit. Man sieht aber auch, dass sie tatsächlich hier ordentlich am Kunstdiebstahl beschäftigt sind, beziehungsweise damit beschäftigt sind. Wo denn? Wer denn? Hier oben drauf oder was? Den haben wir weggeputzt, meine Güte. Aber richtig. Was ist das denn? Ich bin nur ein normaler Mensch, der hier ein wenig durch die Gegend schleicht. Na komm. Läuft ein Dieb rum im Hintergrund? Ich glaub's nicht. So. Die zweite Leiche sparen wir uns mal. Der Dieb will gefangen werden. Der hat mir gar keine Wahl gelassen. Ich überlege gerade, ob wir nicht vielleicht doch jetzt mal Richtung Aussichtspunkt gehen sollten, nur weil wir gerade mal hier sind. Wäre es nicht ein wenig schwachsinnig, den Aussichtspunkt jetzt nicht mitzunehmen. Mission erfolgreich geschafft, super. Wir holen uns schnell den Aussichtspunkt, Leute. Wir haben hier auch eine Truhe. Stufe 3 natürlich, wie soll es auch anders sein? Ist der denn da hingegangen gerade? Habt ihr es gesehen? So, wo ist denn hier? Wir könnten uns das Ganze markieren, dann wäre es deutlich einfacher. Ich sehe es aber schon da oben. Und einmal rüber da. So. So. Okay. Wahrscheinlich bei so einem so Sprung hier. Genau, nehmen wir es einfach mit. So, da ist die Ruine der Bastille. Ha, sehr schön. Jetzt kriegst du, was du verdienst. Glück gehabt, Freundchen. So. Die Ruine der Bastille. Das Zeichen der Revolution, wie ich finde. Boah, ordentlich zersetzt. Und hier sammeln sich natürlich auch die Menschenmassen. Wahnsinn. Da oben drauf.
Hier patrouillieren jetzt natürlich wachende Extremisten drin, ist ja klar. Die Stadtgarde oder die französischen Truppen haben natürlich die Kontrolle verloren über die Bastille. Das heißt natürlich, sie haben die Kontrolle verloren. Natürlich ist so gesagt, als wäre es so selbstverständlich. Wir kommen hier scheinbar gar nicht ganz hoch. So. Wir müssen wahrscheinlich eher hier probieren. Wow. Moment mal. Ja. Für die Revolution sagst du, das sage ich auch. Auf Wiedersehen. So. Plündern, plündern, plündern. Ich frag mich gerade. Truhe ist ganz weit oben. Hier. Noch weiter oben. Vermutlich auf dem Dach drauf, wie es aussieht. Hier geht es aber noch höher. Höher, höher, höher. Ist das so, ja? Eiskalt schießt er nach uns. Das Schloss nehmen wir mit. Stufe 1 sollte zu machen sein. So. Die Bastille. Wir kehren zurück, wie es scheint. Zurück zum Ort unserer Gefangenschaft. Make-up-Puder? Was zum Teufel wollte der mit Make-up-Puder? Naja, ich frag besser gar nicht. Da hinten ist auch schon der Aussichtspunkt. Das ist ja super. Hier sind wir bereits einmal langgelaufen. Wir erinnern uns. Und hier oben drauf haben wir scheinbar keine Wachen mehr, die uns bedrängen könnten. So. Synchronisieren. Ja, und damit haben wir doch tatsächlich den nördlichen Bereich Tutti Kompletti aufgedeckt. Cool, cool. Und viele Missionen vor allen Dingen. Kritik am Kritiker. Der große Fluchtkünstler. Eine Truhe natürlich auch. Hier sind viele Truhen hier unten. Aber wir wollen erstmal zusehen, dass wir hier die eine Truhe noch besorgen, die sich hier im Gebäude befindet. Ich sag nicht dazu, was da gerade passiert ist. Ach, wir kommen hier sogar rein. Das ist ja perfekt. Verdammter Gemäßigter! Was sie mit ihrem Gemäßigter haben. Diese unnötige Beleidigung irgendwie, die ich gar nicht richtig als Beleidigung wahrnehmen kann. So, Schloss knacken. Zack. Perfekt. Der Inhalt gehört mir. Und wir können jetzt auf jeden Fall schon mal das gute Hauptquartier, das Café, auf die letzte Stufe renovieren. Das freut mich doch.
Und die Bastille ist von uns erobert worden. Das gefällt mir ebenfalls. So. Ich schau mal kurz auf die Karte. Ist hier denn noch etwas in der Nähe, was wir mitnehmen wollen, können, sollten? Wir könnten natürlich die Truhe da noch mitnehmen. Wir sind sowieso einmal hier in der Ecke unterwegs. Ah, falsche Richtung. So. 70 Meter ist ja auch nur ein Katzensprung. Bevor wir nachher den doppelten oder dreifachen Weg irgendwann laufen müssen, machen wir es lieber jetzt. Gott, ich dachte, hier wäre Wasser. Aber dem war nicht so. So. Das hat sich ja gelohnt für eine Truhe. Ein kleines Stückchen laufen. Ja, jetzt bin ich natürlich wieder nachdenklich, ob wir nicht mal eben hier... Ja, machen wir das doch. Kommt. Dann machen wir eventuell im nächsten Video die restlichen Kaffeemissionen, wenn wir das jetzt nicht hinbekommen sollten. Aber hier soll doch angeblich ein Weg lang gehen. Verstehe ich nicht. So, wir laufen, wir laufen, wir laufen. Wir springen ins Wasser rein. Ich verpasse natürlich die ganze schöne Stadt da oben, wenn wir hier unten am Flussufer entlang laufen. Aber ich glaube sogar, dass eine Truhe hier unten gewesen ist. Daher bleibe ich mal hier unten. So. Da geht's in den Untergrund. Und da haben wir die erste Truhe tatsächlich hier unten. Uah. Ich vermute mal hier drin. Ja. Super. Also hat sich gelohnt, am Wasser entlang zu laufen. ...15 von 44. Da fehlen noch so einige. Da ist noch eine Truhe. Ich sehe es auch schon. ...150 lohnt sich nicht wirklich, ja. So. Fehlte da nicht eine? Ah, ich bin einer vorbeigelaufen. Die holen wir dann gleich, dann machen wir noch eine Assassin-Mission und die letzte, die dritte, gibt es dann leider erst beim nächsten Mal. Ich möchte da jetzt ungern überziehen, da es schon recht spät abends ist, ich muss noch duschen. Müsste noch einmal kurz nachsehen, ob ich noch Hausaufgaben zu erledigen habe. Und morgen geht es dann wieder auf zu meiner wundervollen Gesamtschule in die Oberstufe, um dort hoffentlich ein bestmögliches Abitur hinzulegen. Darf man auch nicht vergessen, auch wenn ich mich hauptsächlich wirklich mit dem Let's Playen beschäftige, ja, weil es schlichtweg grandios läuft mit meinem Abitur momentan. Also es ist schließlich immer noch momentan sozusagen meine Hauptbeschäftigung und das hier nur eine Nebenaktivität. Auch wenn das eher die Rollen vertauscht. Muss ich sagen, wenn ich nach Hause komme, ist dann doch eher nur das Spielen an erster Stelle, anstatt das Abitur. Weil das sich, oder irgendwie, um ehrlich zu sein, von selber erledigt. Also momentan bin ich gar nicht mit Lernen beschäftigt, sondern, ja, kann das komplett vernachlässigen, weil es schlichtweg nicht nötig ist. Momentan komme ich komplett ohne Lernen klar. Wie lange? Steht in den Sternen, aber momentan klappt es noch. So, so viel dazu, mal eben. Ich komme ja nicht ran. Komm mal her. Naja, der gute Gnadenstoß. Wir plündern mal eben. Denn auch die guten Leichname wollen wir nicht außer Acht lassen. Wir könnten nämlich mal wieder hier ein paar Berserker und Phantomklingen gebrauchen. Und natürlich die Truhe plündern wir ebenfalls. So. Mal wieder eine sehr, sehr passive Folge. Ich weiß aber immerhin, Leute, wir haben die Ruine der Bastille gesehen. Und das ist doch schon mal eine sehr, sehr große Errungenschaft. Da war ich schon etwas länger hinterher. Und das hat jetzt Gott sei Dank endlich geklappt. So, hoch, 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 hoch. Runter. Hoch. Runter.
brauche nur ein offenes Fenster oder etwas in der Richtung. Beziehungsweise erstmal würde mir ein Eingang schon mal reichen. Sag mir, wo das Geld versteckt ist. Hör mal. So. Eingang gefunden, Fenster gefunden. So. Da haben wir erstmal ein Stück eines Wappens. 2 von 5. Und hier haben wir eine Tür. So. Kurzer Prozess. Und so. Kurzer Prozess. Perfekt. Dietrich haben auch wieder 23 zusammengestohlen. Der Gentleman-Räuber. Dankeschön. Eine neue Trophäe. So, wir schwingen uns raus aus dem Fenster. Visieren mal die Marke an, die hier... Hey. Da oben ist sie. Das heißt, wir müssen dann wohl hier hoch. Schön auch die Straßennamen übrigens, die überall an den Schildern stehen. So. 12 von 15. Dann haben wir hier doch erstmal wieder gut aufgeräumt, würde ich sagen. Und dann machen wir jetzt, wie gesagt, das hier. Und zwar eine Schnellreise. Ah, eine kleine Rundreise ins neue Viertel. Schon ziemlich viel aufgedeckt, ziemlich viel entdeckt. Aber okay. Aber okay. So, da sind wir wieder zurück. Einen Moment, Leute. So. Wir werden jetzt also den nächsten Auftrag machen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal etwas Fordernderes. Ich habe noch knapp 6 Minuten Zeit. Beziehungsweise wir haben noch knapp 6 Minuten Zeit. Ah, 700. Ah, ja. Den Schlägerhauptmann eliminieren, der die Nonnen im Nonnenkloster Filestu Savelier terrorisiert. Das Viertel in der Nähe des Nonnenklosters Filestu Salvare wird derzeit von Schlägern terrorisiert. Löst dieses Problem, macht den Anführer dieser Schläger ausfindig und schaltet ihn aus. Der Rat. Okay, wir probieren es erstmal mit dieser Mission hier. Ja. Ein skrupelloser Duc de Barois nutzt seinen Einfluss, um einen Rivalen hinrichten zu lassen. Anschließend eignet... Das ist so nervig, ne? Ihr könnt euch nicht vorstellen. Wer hat sich das ausgedacht? Anschließend eignet er sich ihre Besitztümer an. Er feiert seinen Erfolg mit einer Theateraufführung im Hotel de Sulvie. Stört die Aufführung und statuiert ein dramatisches Exempel am Herzog, der Rat. Das sieht doch schon mal besser aus. Dann wird die dritte Mission wohl erstmal gar nicht stattfinden, wie es aussieht, denn dafür werde ich auf jeden Fall erst die Viertel im Süden erkunden müssen. Ist die Truhe hier oben? Wohl möglich? Nee, nee, die war da unten, aber die kriegen wir eh nicht auf. So. Schön die Schuhe putzen. Ah, komm sofort zurück, Dieb. So. Der bestiehlt keinen mehr, glaube ich. 14 von 35. So. Leute hinrichten lassen und dann sich die fürstlichen Eigentümer aneignen, ist natürlich auch keine dumme Idee, muss man sagen. Der Pöbel respektiert nur eine Stadt und strenge Hand.
Habt Spaß, meine Freunde. Arno, was machst du denn? Meine Güte. Für wen hältst du dich, ja? Was hat dir raus hier? Auf Wiedersehen. Das sollte funktioniert haben. So. Puh, 50 Credo-Punkte. 700 als Belohnung. Dankeschön. So. Was haben wir befreit? Hier ist noch eine Mission. Wie soll ich das denn befreit haben? Nee, wir machen in diesem Video noch eine letzte Tat. Wir werden das Café fertig renovieren und dann einen Schnitt setzen. Und beim nächsten Mal dann im Norden mit der Hauptstory weitermachen, was ja eigentlich für dieses Video geplant war, aber jetzt ein wenig durch das Viertel rund um die Bastille verändert wurde. Daher dann im nächsten Video, das ich auch erst morgen aufnehmen werde. Ich bin auch wahnsinnig gespannt, wie es mit Elise weitergeht, aber ich muss mich auch bis morgen gedulden, Leute. Genauso wie ihr, daher denke ich mal, ist es auch ganz fair. Ja, geht's dann morgen mit der Hauptstory weiter. Heute bleibt es dann erstmal bei Erkundungen. Was haben wir jetzt alles gemacht? Wir haben erkundet, wir haben entdeckt, wir haben gesammelt, wir haben bekämpft und befreit. Und wie würde meine Deutschlehrerin sagen, meine alte Deutschlehrerin, weiß der Geier was nicht alles gemacht. So. Oh, schöner Plan. Arbeit in der Geisterstunde. Ja, in der Geisterstunde, genau. So. Renovieren, der letzte Schliff. Die Arbeiter konnten eine Tür im Keller aufbrechen. Sie würde eine Möglichkeit bieten, unbemerkt vom Nordufer herzukommen und zu gehen. Falls jemand von einer solchen Möglichkeit Gebrauch machen möchte. Cool. Wurde vollständig renoviert, die letzten Arbeiten sind abgeschlossen. Meisterarchitekt, Way! Es fehlen noch zwei Missionen. Noch einige Andenken. Und noch einige Gesellschaftsclubs, okay. Aber immerhin ist es komplett renoviert, beziehungsweise saniert. Ah ja. Ah, wie schön hier der Rauch drin steht, das sieht ja gut aus. Also, ich mag keinen Rauch, um Gottes Willen, aber es ist gut gemacht. Nach Versailles müssen wir immer noch, ich vergesse das die ganze Zeit. Was haben wir hier? Die Kontakte. Kontakte. Nee, gut. Wir haben das Gebäude dann erstmal ordentlich renoviert. Hier gibt es echt viele Eingänge. Haben wir oben eigentlich einen neuen Brief von Elise? Da haben wir Ewigkeit nicht mehr nachgeguckt, oder? Willst du dich verbessern? Nee, nee, gerade nicht. Ich will eigentlich mein Zimmer finden. Hier. Paris? Null neue Briefe verfügbar. Dann eben nicht. Danke, Elise. Naja, wir werden sie im nächsten Video wiedersehen. Zumindest hoffe ich das. Erstmal raus hier. Und wisst ihr was, Leute? Erstmal die Aussicht genießen. Ah. Revolution braucht das. Spring schon. Ich will es einmal machen und einmal schaffen.
Farm. Blöder Verbrecher. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit der Hauptstory rund um Elise und Arno natürlich. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Leute.